Hey Leute, was geht ab? Gameflavor hier, Olaf und der Ivan. Hi. Wir haben die 15. Episode Nachgeschmack, unser Wochenrückblick. Bevor wir anfangen, einmal ganz kurz unten abonnieren würde uns wirklich weiterhelfen und dann können wir eigentlich auch schon starten in die letzte Woche. In der letzten Woche haben wir Zone of the Enders, The Second One on Mars, online gestellt, den Test dazu. Und wir haben, beziehungsweise Nico hat besser gesagt, auch die Test-Episode dazu gemacht. Unten in der Verlinkung seht ihr nochmal alles ganz genau. Da könnt ihr nochmal auf jeden Fall reinschauen, hat sich gelohnt. Genauso wie wir auch die Woche über den Testbericht zu Spider-Man oder Marvel Spider-Man online gestellt haben auf der PlayStation 4. Dazu gab es auch eine eigene Test-Episode. Auch da nochmal anschauen, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, weil das Spiel wirklich, wirklich sehr gut ist. Und im Zuge des Test-Essers gab es aber auch ein bisschen später noch die News, dass per Twitter auch ein New Game Plus Modus für Spider-Man kommen wird. Also wenn ihr euch schon fertig geschwungen seid durch Manhattan, dann könnt ihr auch bald, wann steht noch nicht so fest, aber könnt ihr auf jeden Fall bald auch im New Game Plus nochmal durchschwingen und durchstarten. Also wird für viele Spidey-Fans auf jeden Fall sicherlich ein ganz cooler neuer Modus sein. Dann gab es einen Einblick in die Kulissen von Dontnod, und zwar Road to Life is Strange 2 heißt das. Life is Strange 2, die erste Episode, wird am 27.09. erscheinen und ihr könnt euch anschauen, wie das alles entstanden ist mit Interviews von John Luke. Also viele Leute, die auch schon beim ersten Game grundsätzlich sehr tolle Arbeit geleistet haben, geben da ihre Meinung und ihre Sichtweise bekannt und ihr könnt sehen, wie Life is Strange 2 entsteht. Da auch die Reise mit Sean und Daniel interessiert mich auch sehr, bin ich ganz ehrlich. Einfach nur, ich glaube, ich kann mich ein bisschen besser damit identifizieren als im ersten Teil, weil es halt um zwei Jungs geht, hört sich ein bisschen banal an. Aber es ist halt ein Brüdergespann und ich habe selber einen Bruder. Deswegen interessiert mich das Thema so ein bisschen mehr, was das angeht mit der Reise. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, auf jeden Fall schon riesig. Am 14.09. wurde Shadow of the Tomb Raider released, der letzte Teil der Prequel-Trilogie sozusagen, die dann halt das Kapitel abschließt von Lara Croft. Es ist ein neuer Launch-Trailer dazu entstanden worden, also wenn ihr nochmal gerne reinschauen wollt, der ist ziemlich action-packed, muss man sagen, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Und dann gab es noch einen Trailer für Assassin's Creed Odyssey und zwar konnten wir da ein bisschen mehr von den RPG-Elementen sehen. Wir können so spielen, wie wir möchten, ohne dass uns die Vergangenheit schlecht in das Spielgeschehen oder ungewollt in das Spielgeschehen vielleicht eingreift. Wir können entscheiden, ob wir uns an einen Kampf heransneaken oder ob wir direkt mitten aufs Feld springen und versuchen, unsere Gegner niederzumetzen. Es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen. Nur ihr müsst dabei mit eurer Entscheidung quasi leben können und euren Charakter so bilden, dass ihr sagt, so ist das, wie ich diesen Charakter in diesem Spiel spielen möchte. Da bin ich wirklich gespannt, ob die das auch umsetzen können, wie, ich sag mal, gute RPG-Spiele, so dass man wirklich sieht, es haben Effekte aufs Spielverlauf. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie es einfach nur so reinbauen, um den Markt sozusagen befriedigend zu stellen, damit weil viele Fans das heutzutage schon als fast Standard sehen. Wenn das halt so reingecrampt und reingezwungen wird und nicht richtig umgesetzt wird, fände ich es ein bisschen schade. Aber das wird sich sicherlich nach dem Release auf jeden Fall zeigen, ob die das gut umgesetzt haben oder nicht. Infolgedessen auch zu Assassin's Creed Odyssey hat Ubisoft die Post-Launch-Pläne bekannt gegeben, auch die Inhalte des Season Pass. Zum Season Pass ist auch Assassin's Creed 3 Remastered völlig integriert, was ihr dann auch zocken könnt. Es gibt insgesamt dann zwei so Story-Arcs, die danach kommen und auch Free-Content-Drops, die danach erfolgen. Der erste Story-Arc ist The Legacy of the First Blade und der zweite Story-Arc ist The Fate of Atlantis, wo wir dann dazu auch nochmal ein Video zu bekommen haben, wie genau das alles aufgebaut wird, auch eine schöne Roadmap nochmal dargelegt. Man muss sagen, die Atlantis-Sache sah für mich ein bisschen interessanter aus. Diese ganze Unterwasser-Sache sah halt sehr, sehr cool aus. Wie sehr es dann ja, nach dem Spiel noch hinzu beiträgt, bin ich gespannt drauf, muss dann aber einfach absehen, was danach noch abgeht. Diese Woche gab es passend zum Start der Call of Duty Blackout Beta auch einen passenden Trailer, der ziemlich cool inszeniert war, die Musik passt, die Bewegung passt, man sieht, dass man mit Hubschraubern, kleinen Buggies oder auch so Luftkissenbooten sich fortbewegen kann. Ich habe es ein bisschen gestreamt, der Olaf hat auch ein bisschen Gameplay gecaptured, das findet ihr in alles hier im Channel. Der Olaf ist sehr stolz, dass er Zweiter geworden ist. Ich war fast Erster. Ich war nicht ganz so erfolgreich, habe aber meinen Sieg oder Top 20 gefeiert. Und ich finde, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es macht Spaß auf jeden Fall. Aber es wird im Laufe dieser Woche, werden der Olaf und ich uns noch mal ein bisschen Gedanken darüber machen. Und wie wir es auch schon vorher beim PvP-Teil gemacht haben, werden dazu unsere Meinung ein bisschen aufnehmen, unser Feedback ein bisschen kundgeben. Und ja. Da könnt ihr dann drauf gespannt sein, wenn ihr wollt. Und vor allem, habt ihr auch gespielt, habt ihr Feedback, schreibt es schon mal gerne, dann können wir es ins Video schon mal integrieren.
Und dann gab es auf jeden Fall noch ein weiteres Announcement, und zwar Der Racine ist ein PlayStation VR-Spiel. From Software hat daran mitgearbeitet und der Release ist am 6.11. Und ihr seid so eine kleine süße Fee, die quasi den Geheimnissen von 6 Jungen und Mädchen ein bisschen auflauert in einer Schule. Und wenn ihr vorbestellt, kriegt ihr auch verschiedene Vorbesteller-Boni, wie 6 verschiedene PlayStation-Avatare, ein dynamisches Terrassinen-Design im Klassenzimmer und auch ein Terrassinen-Avatar als Chronometer, der halt auch direkt freigeschaltet ist, wenn ihr das bestellt habt. Als nächste News haben wir einen neuen Gameplay-Trailer zu Sekiro Shadows Die Twice erhalten. Zur Tokyo Game Show 2018 wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, zwar ist alles in Japanisch. Juckt mich nicht so ganz, weil wir extrem viel Gameplay sehen können in diesen ungefähr 3 Minuten, was das war. Auch neue Sachen, auch den Boss, den wir halt auf der Gamescom besiegt haben. Zum Glück habe ich ihn besiegt, ansonsten hätte ich Activision Controller, glaube ich, geschuldet danach. Ansonsten schaut euch das wirklich an, das Gameplay macht wirklich richtig Bock auf mehr. Das Spiel wird am 22.03.2019 erscheinen. Ihr könnt auch gerne, verlinke ich unten auch nochmal unsere Gamescom-Coverage zum Spiel sehen. Ich habe jetzt oder seit der Gamescom noch mehr Bock auf diesen Titel, weil es hat sich wirklich extrem gut gespielt und der Gameplay-Trailer macht auf jeden Fall richtig Bock auf mehr. Und dann gab es im Zuge der Tokyo Game Show noch einen weiteren Trailer, und zwar von Kingdom Hearts 3, und zwar hat Square Enix da einen Trailer von ungefähr fast 2 Minuten gezeigt, wo Big Hero 6 vorgestellt wird. Und ja, das sieht eigentlich ganz cool aus und er hat zum Glück einen englischen Untertitel diesmal, nicht wie bei Sekiro. Ihr könnt also verstehen, worum es geht, und er sieht wie immer sehr niedlich aus. Ihr habt Donald, ihr habt Goofy und Sora natürlich, und Big Hero 6 ist ja total einer meiner Lieblinge und ich freue mich wirklich drauf. Und dann geht's auch schon weiter, und zwar von den Machern der Yakuza-Reihe wird es ein neues Spiel geben, und zwar heißt das Projekt Judge. Und Projekt Judge wird in Asien und Korea schon bereits am 13.12. erscheinen. Bei uns ist noch kein genaues Erscheinungsdatum genannt worden, auf jeden Fall 2019. Und in dem Spiel geht es auf jeden Fall darum, dass wir einen Detective haben. Er heißt Takayuki Yagami und wird von Takuya Kimura dargestellt. Den könnten einige kennen von der Hero-Serie und den Filmen. Und man sieht, dass sehr viel Geld in das Casting auf jeden Fall gesteckt wurden, weil viele oder das eine oder andere bekannte Gesicht aus diversen Godzilla- oder Attack on Titan-Filmen dabei sind. Ihr seid jetzt dieser Detective und ihr werdet quasi mit Mordfällen beauftragt, und dabei gibt es dann sogenannte investigative Skills. Ihr müsst halt dann anhand von Merkmalen Personen identifizieren und verfolgen. Ihr müsst Hinweise zusammensetzen und Indizien finden, und man konnte anhand der Trailer, es gab einen Gameplay-Trailer und einmal einen Story-Trailer. Im Gameplay-Trailer konnte man auch sehen, dass es Minispiele gibt und dass bei Verfolgungsjagden, dass diese zum Beispiel von Quicktime-Events geprägt sind. Und man konnte auch noch in das Combat-System ein bisschen reinschauen. Und zwar seid ihr dann auch in der Lage, eure Umgebung dynamisch zu nutzen. Das bedeutet, ihr könnt mit eurem Detective gegen die Wand springen und mit dem anderen Fuß ins Gesicht. Dead or Alive 6 war die nächste News. Da haben wir ein Release-Datum zum Kampfspiel bekommen. Das Spiel kommt am 15.02.2019 heraus. Dazu gab es auch einen kleinen Gameplay-Trailer. Der wird sicherlich viele Fans freudig stimmen. Man kann sich auf jeden Fall freuen auf Februar. Und das war es eigentlich schon zu Dead or Alive. Auch zur Tokyo Game Show 2018 wurde ein neuer Trailer zu Left Alive gezeigt. Das Spiel soll weiterhin 2019 erscheinen. Und der Trailer konzentriert sich auch auf die 3 Hauptprotagonisten, die halt alle ihre eigene Story haben. Es spielt während der Invasion 2127 in Nova Slava, deswegen heißt der Trailer auch The Invasion of Nova Slava. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, bringt so einen kleinen Einstieg ins Spiel rein. Sieht ziemlich ähnlich so zu alten Metal Gear-Teilen aus, so ein bisschen habe ich das Gefühl, vom Style her und von den ganzen Animationen her. Stört mich nicht ungemein weiter, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin nur gespannt, ob sich dann es genauso spielt oder ob es halt sich sogar vielleicht ein bisschen zeitbezogener spielen lässt. Das wird aber dann einfach abwarten zu bleiben. Und dann gab es ein Gameplay-Walkthrough mit Starlink, Battle for Atlantis. Dabei konntet ihr dann sehen, wie ihr mit dem Raumschiff durch die verschiedenen Atlas-Galaxien fahrt. Und ihr konntet vor allem auch sehen, dass die Umgebungen unterschiedlich sind und dass ihr durch unterschiedliche Umgebungen dazu übergehen müsst, an eurem Modellschiff dann zum Beispiel andere Waffentypen einzubauen. Insgesamt
muss ich sagen, hat es mich ein bisschen beim Anschauen ein bisschen an No Man's Sky erinnert. So von der Galaxie und dem Raumschiff her und von dem Abbauen und sowas. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, was die Peripherals angeht, diese ganzen Figuren und was. Ich hoffe nicht, dass das wie so eine Art Cash Grab dann auch sein wird, dass man halt immer versucht, neue Sachen halt rauszubringen, zu kaufen, sondern ich hoffe, dass wenn man das Spiel kauft, auch dann alles Nötige sozusagen dabei hat, um das Spiel wirklich auch vollends genießen zu können. Wenn das dabei sein sollte, dann sehe ich eigentlich schon ganz gute Hoffnung für das Spiel, weil ich glaube auch so die Kleinen unter uns, so auch mit diesen ganzen alten so Skylanders-Sachen und die Sachen austauscht, ist immer ganz spaßig und ich glaube schon, dass es das was werden kann. Wenn es halt nicht zu dieser, ich sag mal, zu dieser Cash-Grab-Aktion werden sollte, da hoffe ich ein bisschen auf jeden Fall, dass es nicht der Fall sein wird. Also ich bin da eher was der faule Mensch. Ich habe keine Lust, mich erneut nach vorne zu beugen, um irgendwie andere Waffen oder Visiere oder sonst was aufzubauen. Ich möchte dann gechillt auf der Couch sitzen. Dann gab es noch eine kleine weitere traurige News, und zwar wurde One Piece World Seeker verschoben. Das Spiel von Bandai Namco, was sie publishen werden, wird jetzt 2019 erscheinen. Wir haben das Spiel 2018, also jetzt auch schon auf der Gamescom spielen dürfen. Und ich bin ganz ehrlich, das habe ich damals im Video auch schon gesagt, das war so das Spiel, was mich am meisten enttäuscht hat vom ganzen Bandai Namco Lineup her. Und ich bin froh, dass sie es verschoben haben, weil es war nicht so ausgefeilt wie alle anderen Titel, die sie da präsentiert haben. Und die Begründung ist halt so, wie es heutzutage leicht ist, sozusagen, das Spiel braucht mehr Love and Care und mehr Aufmerksamkeit, wie es dann halt einfach ja, so oft heißt. Ich bin froh, dass sie es frühzeitig angekündigt haben und nicht wie bei manchen anderen Titeln, dass das so 2, 3, 4 Wochen vor Release eigentlich schon dann nochmal verschoben wird. Also da bin ich auf jeden Fall froh drum, weil ich glaube, die hätten, können da wirklich, wirklich mehr draus machen, aber auf jeden Fall traurig für alle One Piece-Fans. Ja, und was auch traurig war für diejenigen, die es bereits versucht haben, und zwar Forsaken, Destiny Forsaken hat den Raid geöffnet. Last Wish hat die Tore geöffnet und wir durften in den Raid bereits reinschauen. Mittlerweile ist auch geklärt worden. Glückwunsch dazu an das Team Redeem. Ich habe es mal live mitverfolgt und wirklich meinen allergrößten Respekt, Jungs, was ihr da geschafft habt. Und auf jeden Fall habe ich da auch ein Review in Progress noch geschrieben. Ich werde jetzt noch meine restlichen Impressionen auch vom Dreaming City reingeben. Ich fand es, das kann ich schon mal vorwegnehmen, glaube ich, richtig cool. Nachdem der Raid geklärt wurde, gab es eine neue Sequenz, wenn ihr jetzt nach Dreaming City fahrt. Es gibt einen neuen Strike, es gibt eine neue Single-Mission und ich habe auch schon eine neue Gambit mitgespielt. Das finde ich richtig cool wieder von Bungie. Vom Raid selber sind sehr, sehr viele enttäuscht, mich eingeschlossen. Muss man noch abwarten, deswegen werde ich mir auch noch ein bisschen Zeit fürs Review in Progress nehmen, um jetzt zu gucken, wie das vielleicht dann nächste Woche läuft. Und ja, und es gab auf jeden Fall noch von WWE 2K19 einen neuen Trailer, und zwar den The Phenomenal Trailer. In diesem Trailer sehen wir die ganz oder ganz, ganz viele große Wrestling-Größen und die aktuell da sind. Und man hat auch einen jungen Ric Flair gesehen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut. Allerdings muss man sagen, es gibt ja diese Million-Dollar-Challenge. Und ich glaube, das wird schon sehr knifflig gegen AJ Styles. Aber muss man abwarten. Ich muss sagen, es wird immer besser. Aber ich finde, vom Eindruck her müsste an der Körperphysis doch noch mittlerweile einiges geschehen. Aber lassen wir uns überraschen. Als letzte News die Woche haben wir einen neuen Trailer zu Fist of the North Star Lost Paradise bekommen. Das Spiel erscheint weiterhin am 2.10.2018, also ziemlich nah an uns ran. Es könnte so ein, ja, so ein silly Superhero-Game eigentlich werden, was das angeht. Ist zwar ab 18, aber es ist so dieses over-the-top japanische Action. Sieht immer noch sehr lustig aus. Macht auf jeden Fall Spaß auf mehr, die auf dieses Genre stehen. Es gibt auch einen kleinen Pre-Order-Bonus, war das. Am besten den Trailer einmal anschauen, weil das klärt also ein bisschen mehr auf. Aber ansonsten war es das schon dann für die letzte Woche. Dann, wie gesagt, liken, subscriben, gerne Feedback geben. Wir freuen uns darüber. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ich sag ciao. Haut rein.